Coppa Italia, das Achtelfinale zwischen dem AS Rom und dem AC Florenz. Vor gerade mal 16.000 Zuschauern im Stadio Olimpico zu Rom. Die Gäste ganz in Gelb hatten die erste Chance in der 19. Spielminute. Berami, Leitsch überlässt Pasquale und dann scheitert Jovetic, der Jungstar und Kapitän der Fiorentina, an Stekelenburg. Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis das erste Mal die Roma in Aktion war. Und wer sonst als der Kapitän Francesco Totti. Gute Fußabwehr des brasilianischen, eigentlich Torhüters Nummer 2 der Fiorentina, Neto. Daniele De Rossi, diesmal nur Zuschauer, nicht im Kader, nominiert von Luis Enrique. 0:0, das auch der Halbzeitstand. Zweiter Durchgang, Simone Perrotta war inzwischen mit in der Partie. Dann energischer Einsatz von Totti und Lamela mit dem 1:0. Der Führungstreffer in der 53. Spielminute durch den jungen Argentinier. Im direkten Gegenzug dann Pascual mit der großen Chance, den Ausgleich zu erzielen. Aber Perrotta hatte sich in diesen Schuss geworfen. Dann die 66. Minute. Salifu, der 19 Jahre junge Ghana mit diesem schlimmen Fehlpass. Dann Totti erneut auf Lamela und der erzielt seinen zweiten Treffer in dieser Partie. Totti, ganz präzise diese Vorlage. Und Luis Enrique, ja, war das schon ein Grinsen. Dann dieser Klops von Neto in der 75. Spielminute. Das Ganze ausgenutzt von Borini, gerade erst eingewechselt. Und er besorgt die Entscheidung. 3:0 gewinnt der AS Rom am Ende verdient gegen den AC Florenz. Andrea Di Marco hat die Pfeife im Mund. Das war's. Die Roma trifft am 25. Januar damit auf Juventus Turin im Viertelfinale der Coppa Italia.